Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina vom Papier von mir aus Hannover. Heute geht es um das Kreativset Panda-Grüße. Und zwar ist das ein Set, in dem keine Stempel dabei sind, also auch kein Stempelkissen, sondern wirklich fast nur Papier. Und ich zeige euch mal den Inhalt. Wie immer ist eine Anleitung dabei und an Zusatzmaterialien sind große Dimensionals und so kleine Paillettenkleber dabei und doppelseitiges Klebeband. Gedacht ist das Set, um diese acht Karten in zwei Designs zu machen. Und ich mache das ja mal so, dass ich die Materialien genau teile, damit ich weiß, was man für einen Durchgang sozusagen braucht. Deshalb habe ich dieses Material in vier Teile geteilt. Das ist ein Umschlag, eine von diesen Karten, ein Rasenstück, vier Pandas, drei von den kleinen und der hier mit dem Herz und dem Briefumschlag. Dann die zweite Karte. Hier ein so ein Aufleger. Bei den Sprüchen muss ich gleich nochmal gucken. Dann der zweite Umschlag. Und genau, einmal in Deutsch, in Französisch, in Niederländisch und in Englisch die Sprüche. Genau, und das ist das Material, das wir benutzen können. Und heute basteln wir auch wieder zusammen. Und zwar haben mich diese Pandas an diese Süßigkeit erinnert. Und ich habe mir gedacht, dass ich die dann jetzt verpacke und zum Beispiel zum Schulanfang kann man die ja an die neuen Erstklassenschüler verteilen. Und ich habe die in verschiedenen Größen eingepackt. Einmal jede Menge in einer Tüte. Ihr könnt aber auch so ganz kleine Tüten nehmen und ein oder zwei da rein tun. Dann habe ich hier nochmal eine mittlere Tüte. Und hier so eine längliche, da passen die dann einmal so komplett rein. Wenn ihr Süßigkeiten verpackt, die haben immer so einen außen so einen, ja, die sind ja so beschichtet, so mit Mehl oder was auch immer, Stärke. Und das macht immer so ein bisschen Flecken in den Tüten. Deshalb, wenn ihr das befüllt, nicht mehr ganz so viel bewegen und dann auch zügig verschenken, sonst sieht das so ein bisschen fettig aus. So, das sind die Tüten. Ich lege die einfach beiseite. Und ich habe gedacht, als erstes, dass ich hier überlege, welche Sprüche ich benutzen kann. Die deutschen natürlich auf jeden Fall. Hey there und love you lots. Das versteht eigentlich auch noch jeder. Dann vielleicht hier je t'aime. Und dicke Knuffel. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Die habe ich mir dann schon mal so beiseite gelegt. Man könnte auch noch überlegen, ob man das hier noch verwendet als Hintergrund. Das halbiere ich mir mal. So. Und dann fange ich mit der größten Tüte an. Da brauchen wir am meisten Material zu und da habe ich gedacht, dass ich hier diese Karte nehme, weil wir ja wirklich nur zwei Karten haben für das Material und dann schneide ich mir das hier so. Ich wollte die Seite mit dem Hügel benutzen. Mal gucken, die Tüte ist ungefähr 5 Inch. Ein bisschen weniger, aber ich nehme hier 5 Inch oder 12,7 cm. Schneide es mir einmal ab. Was noch ganz gut ist, wenn ihr das habt bei dem Set, ist diesmal ein kleiner Tacker, damit wir das nachher alles zusammen tackern können und nicht nur kleben. Und
ist ja hier diese Pandas. Deshalb bietet sich das auch an, 4 Verpackungen zu machen, weil man auch 4 Pandas hat. So, den muss man ein bisschen vorsichtiger auslösen. Und das hier sind die Hände von dem einen. Hab ich erst gedacht, das sind die Füße. Aber der hat ja keine Arme und das kommt dann hier so oben drauf. Und dann benutze ich für die Karte hier den mal. Und das dicke Knuffel. Und dann kann man halt überlegen, ob man hier als Deko, zusätzliche Deko noch das hier unterlegt. Um noch so ein paar. Ich mache das einfach mal und dann gucken wir mal. Ja, normalerweise habe ich auch mal Flüssigkleber dabei. Den habe ich jetzt gerade hier nicht zur Hand. Aber dann machen wir das hier mit dem doppelseitigen Klebeband. Da brauchen wir auch nicht so viel. Das kann man auch gut immer reißen. Und das klebe ich mir dann erstmal auf. Und eine Schere habe ich eigentlich immer dabei. Dann schneide ich hier das einmal bündig ab. So, und dann haben wir noch die Dimensions jetzt da. Kann man ja auch ein bisschen einfacher mit kleben. Und da kommt einmal auf die Sprechblase. Und hier auf dem Panda 2 Stück. So, ziehe ich beides zusammen ab, damit ich ein bisschen gucken kann, wie ich die hinklebe. So, genau. Und dann haben wir hier die große Tüte. Und tackern uns das einmal fest. So. Und so. Da ist die erste schon fertig. Ihr könntet hier dann auch zum Beispiel noch ein Restestück, also wir haben ein paar Reste bestimmt nachher, beschreiben. Und dann zum Beispiel dicke Knuffel, alles Gute zum Schulanfang draufkleben. Als zweites nehme ich mal diese hier. Die Karten haben auch immer eine andersfarbige Rückseite und die benutze ich jetzt hier mal. Und das Ganze ist ungefähr 2 Inch breit oder 5,1 cm. Und dann nehme ich diesen hier, den Panda, und Love You. Und ja, ihr könnt das hier auch nochmal so einmal überschlagen, wenn ihr wollt. Oder ihr lasst es einfach offen. Und dann packen wir das hier auch erstmal fest. Und da braucht es eigentlich gar nicht so viel. Auch wieder den mit 2 Dimensions befestigen. Ja, da muss man erstmal gucken, dass die Sprechblase da auch noch irgendwie mit hinpasst. Also über das Ohr finde ich nämlich nicht so schön. Aber man kann ja auch die Sprechblasen und den Panda auch so ein bisschen über den Rand machen. Ja, das ist schon das zweite. So, dann haben wir noch eine Karte hier.
Wo ist der Aufkleber? Genau, die hier. Da habe ich noch gedacht, ich habe hier nochmal einen einzeln eingepackten, dass der da ganz niedlich drin aussieht. Und das machen wir dann so wie so ein kleines Fenster. Und da klebe ich jetzt hier einmal das Band drumherum. Müsste dann immer mal einmal wieder abziehen. Oder ein bisschen genauer das doppelseitige Klebeband abmachen von der Länge her. Das ist mir aber zu aufwendig. Deshalb reiße ich es ungefähr ab, ziehe es dann ab und mache dann wieder neue Streifen drauf. Das mache ich jetzt hier nochmal einmal rum. So, und dann habe ich hier einmal das Klebeband abgezogen rundum und dann setzen uns diese Tüte hier einmal rein. Und dann guckt hier der Panda einmal aus dem Fenster. Und damit das eine Karte wird, nehme ich hier diese Karte, die, wo das eigentlich so drauf kommt. Könntet ihr auch machen, aber ich brauche noch ein bisschen Farbkarton für eine andere Tüte. Und deshalb schneide ich mir jetzt hier das ab. Und zwar vielleicht 1 cm. Oder machen wir hier 9,5, dass ich 9,5 cm hier über habe. So, dann haben wir hier nämlich so eine Karte. Und jetzt müssen wir auch einmal ausmessen, wie breit das hier ist. 10,1 oder ja, 4 Inch mal 5 1/4 Inch. Die müssen wir dann nämlich noch verkleinern. Habe ich vergessen, was ich gesagt habe. 4 Inch, genau. Dann müssen wir das hier anlegen. Wir haben ja hier diese Linien sind Inch, damit ich das noch sehen kann. So, und dann 5 1/4. Schneiden wir ab. Das ist nur die Rückseite. Wenn euch das stört, dass es nicht mittig ist, das kriegt ihr so mittig natürlich nicht hin, aber da könntet ihr noch ein bisschen variieren. Mich stört es nicht. Und dann können wir nämlich jetzt hier dieses hier vorne drauf kleben und dann haben wir eine Klappkarte. Da machen wir uns dann ein Streifen doppelseitiges Klebeband hin. So, jetzt klebt es ja meine Hand. Und dann müssen wir genau zielen, weil es ja sofort klebt. So. Ja, und dann haben wir hier so eine kleine Karte und wir haben ja hier noch ein Umschlag. Da ist hier noch dieses helle Papier. Da habe ich mir überlegt, dass ich noch ein bisschen eine Beschriftung hier drauf mache. Zum Schulanfang vielleicht. Und ich mache mal gerne Hashtags, Schulanfang und herzlichen Glückwunsch. Passt natürlich nicht drauf. Muss ich ein bisschen weiter hier anfangen. Herzlichen Glückwunsch. Reden und Schreiben ist wirklich nicht so leicht. Und dann können wir das entweder per Hand ausschneiden oder hier nochmal mit einem Schneidbrett.
dem Fall geht es ein bisschen schneller. Und dann kürzen wir uns die nochmal. So, und dann können wir uns die hier so draufkleben. Können wir auch wieder mit Dimensionals machen, dann nehmen wir aber nur die Randstücke hier. Ich muss aufpassen, dass ich auf der Kamera bleibe. Wenn man nicht im gewohnten Umfeld bastelt, dann muss man sich wirklich ein bisschen umstellen. Auch noch nicht mehr getroffen. Den müssen wir noch mal ein bisschen versetzen hier. So. Und dadurch, dass das Papier natürlich nicht so dick ist wie die anderen, das ist halt eher ja, ein dünnes Umschlagpapier, ist das nicht ganz so fest, aber das funktioniert trotzdem. So, und dann nehmen wir jetzt noch das zweite Schulanfang. Das klebe ich jetzt mal nur mit einem auf. Und das können wir dann hier auch entweder so quer rüber oder ja, machen wir mal so. Und wenn euch das stört, dass das hier drin nicht ganz, also dass das weiß ist und nicht farbig, könntet ihr auch noch hier von dem Umschlagpapier, also da haben wir mehrere Sachen, hier so einen Streifen, den könntet ihr dann hier so eine Karte kleben und dann passt das farblich auch dazu. Das können wir eigentlich noch mal kurz machen. Die Umschläge, wenn ich die benutzen möchte als Papierersatz, dann schneide ich mir hier erstmal den Umschlag auf, weil ich dann das größtmögliche Papier erstmal habe. Und dann schneiden wir uns hier an den Falzlinien das ab, weil auch die kann man ja schlecht gebrauchen. Und dann noch hier die Ränder. Und das Ganze war ja 5¼ hoch. Und dann können wir uns das hier reinkleben. Ich sehe gerade, das passt nicht ganz. Das Loch ist ein bisschen größer, aber das ist nicht so dramatisch. Das sieht man nicht ganz so. So, wieder abziehen. Und dann möglichst so, dass natürlich das auch mit dem Panda darunter passt. Ja, das ist die zweite Karte. Vielmehr die, gar nicht wahr, das ist die erste Karte. Wir machen ja hier eigentlich eher nur Verpackungen. Und jetzt haben wir noch die hier und dann diese zwei kleinen. Und dann mache ich hier für die etwas größeren, mache ich mir aus der Restekarte noch eine Verpackung. Die ist 14 cm noch, dann falzen wir die jetzt bei 7. Einmal mittig. Dann gucken wir. Genau, das passt noch. Ihr könnt es einfach so lassen. Die ist gar nicht so schlimm, wenn die Verpackung ein bisschen kleiner ist als das Papier. Und dann nehmen wir noch auf jeden Fall hier das hier dazu, dann noch diesen Panda, das Hey Du, und wir könnten auch noch, hier ist noch ein bisschen Papier drin. So, und auch hier schneiden wir uns erstmal den Umschlag auf. Dann haben wir nämlich das größtmögliche Papier
Und dann nehmen wir hier von der Seite. Da schneiden wir uns ein schönes Stück zurecht. Erstmal gerade und das waren 9,5 cm. Und da möchte ich aber nun einen kleinen Streifen. Dann schneiden wir, was war es denn jetzt, 3,3 cm ab. So, und dann setzen wir uns das hier zusammen. Mit Flüssigkleber geht es auf jeden Fall immer etwas flotter. Aber so könnt ihr wirklich das Set komplett benutzen. Nur noch ein Schneidbrett oder Schere dazu. Und sonst ist alles hier drin. Der spricht nach da, ja. So, und das mache ich wieder mit der Menschenmilz drauf. Ein für die Sprechblase, zwei für den Panda. So. So. Und dann kommt das an die Tüte. So. Genau. Und wenn ihr halt hier auch noch zusätzlich irgendwas zum Schulanfang drauf machen könnt, das ist ja kein Problem. Einfach auf ein Stückchen Papierchen schreiben. Und dann dazu kleben. Und dann haben wir jetzt noch das letzte. Das sind die hier. Und dann haben wir noch den großen Panda mit seinen Armen. Da können wir schon mal die Arme draufkleben. Das mache ich, glaube ich, mit einem halbierten Dimensional. Ein Zielwasser heute getrunken. Das war knapp am Rand. Und dann sieht das noch ein bisschen lebendiger aus. Und dann nehmen wir uns von dem, weil wir keine Karte mehr übrig haben, wir haben jetzt nur noch hier dieses kleine Restchen, was natürlich nicht mehr ausreicht. Nehmen wir uns das hier. Und da müssen wir auch noch mal kurz gucken. Da brauchen wir 3 Inch. Von der Breite. Das, die Höhe ist vorgegeben. Und die haben hier, man denkt eigentlich nicht, dass es eine Richtung hat, das Papier, aber es hat eine Richtung. Die Herzen haben, sind alle nur so rum. Deshalb müssen wir das so schneiden. So wäre natürlich mehr Platz, aber dann sieht es komisch aus, finde ich. Und jetzt halbieren wir uns das Ganze. Das ist 10,7 oder vielmehr 10,8, also 5,4. Da falzen wir uns das einmal und dann halbieren. Und so passt es dann hier schön dran. Das mache ich auch erstmal fest. Und dann kommt der große Panda da drauf. Der passt halt, ja, der ist halt sehr groß. Aber auch hier kann man natürlich
den Panda über die Sachen rüber gucken lassen. Und dann gibt's auch. So. Hab dich lieb. Ich finde, das ist ganz süß. Mit zwei Panda in der Packung. Ja, und das war's. Ihr habt jetzt noch ein paar Reste über, womit ihr natürlich auch noch einiges zaubern könnt. Auch hier dieses Papier, das ist sehr schön. Und ihr könnt das ganz gut kombinieren, die Farben. Ich habe jetzt leider nur keine Reste oder kein weißes Designerpapier mit. Und deshalb kann ich jetzt nicht weiter basteln. So habe ich jetzt erstmal das rausgeholt, was mit der Packung möglich ist, ohne Zusatzmaterial, außer halt diese Tüten. Aber ich finde, wir haben schon wirklich tolle Sachen gemacht. Und ja, die sind wirklich schön für die Erstklässler, dass man eine kleine Aufmerksamkeit den Nachbarskindern übergibt, die gerade eingeschult werden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!